Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Projekt. Wir spielen eine Rund 2 Kampagne heute mit dem Rollmod. Der Mod, den Grimsel ja doch mit entworfen hat, der auf meinem Mod basiert, den ich mit Niklas gemacht habe, also Stalker. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich spiele heute eine große Kampagne für ein paar Folgen. Welche Station ich spiele, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, aber ich werde drüber spielen. Ich glaube, ich habe schon meine dritte Kampagne mit denen. Ne, meine zweite. Wir spielen auch sehr schwer. Ich habe nebenbei noch einen anderen Mod aktiviert, der heißt Siegpunkte-Mod. Den habe ich mir selbst erstellt, wo alle Städte wieder Siegpunkte drin haben statt Eroberungspunkte. Und somit die Eroberung mehr Spaß macht, meiner Meinung nach, weil es taktischer ist, weil es nicht nur einfach, das heißt, einfach nur ab in die Mitte. Das mag ich mich überhaupt nicht, weil da kann ich einfach alles reinschicken und das war's. Dann schaue ich zu, wie sie kämpfen. Und hier habe ich den Vorteil, dass ich halt wirklich taktisch arbeiten kann. Und das macht mir doch schon ein bisschen mehr Spaß. Gut. Im Folge der ganzen Umstrukturierung habe ich ja gesagt, ich mache jetzt eine Rund-2-Kampagne. Und habe dann vor, generell ein bisschen mehr Total War auf diesem Kanal zu bringen. Andere Spiele mache ich auf anderen Kanälen. So war der Gedanke dahinter. Und ich mache halt mehr Videos für weniger Aufwand. Das, damit ihr halt auch mehr bekommt von mir und mehr Regelmäßigkeit so gesehen. Gut, fangen wir mal an. Wir können erstmal mit einer Forschung beginnen. Da werden wir erstmal voll auf militärisch gehen, weil wir relativ schnell die Manipel-Kaserne brauchen. Mein Vorteil ist, ich weiß, wir können jetzt hier sofort angreifen. Zack. Der flieht. Wir könnten jetzt hier Velatri direkt angreifen. Hätten wir auch schon safe. Rom wird safe bleiben. Rekrutieren wir einfach mal schnell einen neuen Fuzzi. Dich hier, du kriegst einen Triari-E-Trupp. Zack, hier rein mit dir. Dann rekrutierst du schon ein paar Truppen. Weil wir können ja sofort einfach mal so 7 Truppen rekrutieren mit einem Schlag. Und dann greifen wir gleich mal Velatri an hier. So. Okay. Egal, was ich mache, der Sieg ist ziemlich safe. Gehen wir auf aggressiv. Peng! Schon ist die erste Stadt der Etrusker. Unser. Super. Das Schöne ist, er braucht die Stadt auch nur zu besetzen. Muss er nicht gleich komplett niederreißen, ist immer ganz praktisch. Geld haben wir allerdings nicht mehr viel. Die Flotte werde ich deswegen auch erstmal auflösen. Wir brauchen mich noch Unterhalt für andere Aufgaben. Dich stellen wir hier rein. Du bist Scipio. Super. Du bist andere Häuser. Wollen wir erstmal unseren General befördern. Wir sind mit Julia. Das spiele ich eigentlich am liebsten, weil man halt die Barbaren extrem Vorteil hatten. Die anderen Sachen sind halt nicht so. Nicht so wichtig für mich, sag mal so. Also, um die Moral weiter zu pushen, hauen wir mal Rorariis aus, die sich darum kümmern können. So, und du gehst mal hier rüber. Oder schaffst du es noch zu vergiften? Es wäre der Hammer, wenn du das. Nein, schaffst du nicht, kein Geld. Gut, egal, dann schick mich hier rüber ein bisschen schon, was da Sache ist. Ob er es schafft, ich glaube, er schafft es nicht. Puh, oh! Entschuldigung, Leute. Ja, auch ich bin ein Mensch und auch ich muss mal niesen. So, wollen wir mal loslegen. Wir haben bestimmt diplomatische Möglichkeiten, um was zu tun. Die Adia, fragen wir die mal. Seid gegrüßt, mein Freund. Nicht Angriffspakt, dass ich fresse. Vorfahren. Athemo definitiv nein sagen, gegrüßt, so wie ich die kenne. Mein Freund. Sag ich doch. Nein. Epirus. Seid gegrüßt. Ach ja, die mögen uns sowieso nicht. Jetzt über Krieg Ligurien. Wir hören uns eure. Auch nicht. Unsere Massilia. Willkommen. Ups. Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Ah, ein Handelsabkommen, nichts mit denen. Die auch nicht Angriffspakt? Ne, die wir nicht. Nein. Naja. Immerhin. Immerhin schon etwas. Bisschen Geld haben wir auch. Nächste Runde, super. Beenden wir jetzt mal einfach die Runde auch. Oh, nee, du bist hier noch aufgestiegen. Dann geben wir dir mal schnell den großen Taktiker hier. Stratege. Ich setze meine Generäle gerne auf Stratege, weil der halt dann. Oh, mit Gewaltbarschaft hast du doch noch hin. Weil sie dann halt wesentlich effektiver sind gegen große Massen an Gegnern. Durchs Auffrischen und durchs Einsetzen von besonderen Fähigkeiten hilft den eigenen Soldaten auch mehr. Hingegen Moral geht auch, aber ist halt nicht mehr bevorzugter Weg. Er ist nicht so effektiv, er macht nicht so viel Schaden am Gegner. So, Julius Brutus ist zurück.
Unsere Armee ist fertig und wir schaffen es nicht anzugreifen. Hört also Zeit zu rekrutieren. Von hier aus auch nicht. Ich erwarte eure Befehle. Schicken wir dich mal hier rüber. Ich erwarte weitere Befehle. Du befehlst jetzt mal Levis. Ich habe genug Astaria, könnte ich locker einen Fusker platt machen hier. So, was machen wir jetzt? Ich könnte jetzt was bauen, ich könnte es aber auch sein lassen. Zufriedenheit ist ein Problem, also muss ich gegen Zufriedenheit ankämpfen. Kommt es erstmal darum. Hauen wir hier erstmal ein öffentliches Forum rein. Die werden wir später noch auf ein, oh, wie hieß denn das? Ich glaube, ein Theater oder so. Genau, umwandeln, dass wir halt auf Zufriedenheit bauen hier in der Stadt. Und dasselbe Spielchen machen wir auch hier nochmal in Cosentia. Zack. Guten Vilatri, wir haben erstmal Nahrung dann noch abbauen. Bisschen mehr haben wieder. Aber gut, beenden wir erstmal die Runde. So, Achiminum baut sich aus. Dann können wir ja gleich einmarschieren. Wie ich das schon mal ein. So, verborgene Agent entdeckt. Ach, mein Agent wurde entdeckt. Oh, super, wir haben Ludi Plebei. Sorgt für mehr Zufriedenheit. Perfekt. Und jetzt wird er wieder abgezogen. Wie ihr befehlt. Im Dienst der Rose. Wo ist sie jetzt hin? Hä? Die kann doch nicht einfach verschwinden? Zu euch in Bewegung. Hä? Okay, gut. Bitte? Machen wir automatisch? Nö, ich schlage mal selbst. Ich hab grad Bock drauf. Ich habe so lange nicht mehr Total War gespielt. Da kann es nicht schaden. Auch wenn der Sieg hundertprozentig sicher ist. Aber sowas von hundertprozentig. Habe ich dann doch eher Bock darauf, mal wieder zu spielen. So. Haltet in eurem Zentrum Kavallerie in Reserve, um für Flexibilität zu sorgen. Während der Kampf sich entwickelt, könnt ihr sie schnell dorthin bewegen, wo ihr sie braucht. Genauso werden wir das tun. So, trockenes Wetter, das gefällt mir. Ich glaube, ich werde viel mit den Levis arbeiten. Dadurch spare ich dann mehr Ressourcen. Quasi. So, hinstellen. Zack, hier mit euch. Du kommst dahinter. Dann wollen wir los marschieren. So. Ach ja, auch eine Neuheit, die der Rollmod bringt, für die Leute, die den Rollmod nicht kennen. Ein ganz kleiner Teil wahrscheinlich nur. Es gibt auch die Möglichkeit, jetzt für alle Einheiten im ganzen Spiel die lose Formation einzusetzen. Immer so als Tipp. Ja, marschiert vorwärts, mein Astrati. Schau mal kurz vor. Oh. Die Flotte habe ich ja ganz vergessen. Okay, spiel ich mal hier rüber, bitte. Der Rest kann direkt angreifen. So, du gehst hier rüber, bitte. Du bleibst hier erstmal. Oh ne, ich brauche da gar nicht. Super. So, einmal hier rüber, bitte. Gleich können wir angreifen. So, greift an. Nein, ein Stück weiter marschieren noch. Du kannst sie auch weitermachen. Zack. Die haben Safe und Nahkampf drin. So, ihr könnt hier hinfolgen. Euch bauen wir jetzt mal hier. Ich möchte euch dann hier haben. Und euch gleich schicke ich hier rein. Dann kommen wir locker durch. So, wie sieht's da aus? Machen wir Formationsangriff aus. Dann geht's alles ein bisschen schneller. Super. Was sind das eigentlich für Truppen hier? Herbarmplänkler. Gut.
Also schwere Infanterie hier drüben. Die ist ein bisschen härter. Die ist ähnlich zu sehen wie Leimpanzerschwertkämpfer. Daher ein bisschen schwieriger zu knacken. Was hat er davor? Steinschleuderer? Steinschleuder, Mob, Mob. Okay. So. Da kommt er. Sollen wir noch ein bisschen weiter vormarschieren hier bitte? Euch mal, lass mich hier mal vormarschieren, euch dann hier drüben bitte. Kannst wieder zurückkommen, du hast den Kampf auch gewonnen, gut, dann kannst du auch mitkommen. So. Einmal hier rüberstellen bitte. Ich lasse mal direkt dahinter bitte. Oh, jetzt kommen sie. Ihr schmeißt gar nicht, oder? Schick euch mal ein Stück weiter vorwärts hier. So, ab in die Schildkröte mit euch. Wobei, einen brauchen wir jetzt hier. Zack! Und da fliegen die Speere und da sterben die Soldaten. Super. Perfekt. Du kannst jetzt hier angreifen. Oh, guckt euch die Steinschleuderer an. Die verrecken hier. Wie die fliegen. Ist das geil. Haut sie weg. So. Ich brauche mal auch mal da drüben, bitte. Perfekt. Dann lassen wir euch da jetzt mal hier vormarschieren. Na, rennst du auch? Nee, nicht wirklich. Ihr seid schon außer Atem. Oh, mein Trupp Triari, habe ich vergessen. Ups. Kann immer passieren, ist ja nur der Gen. Der ist aber ganz schön gut dafür schon. Hat Kriegsschrei, Aufschwung und Motivieren. So, rein mit euch. Oh ja. Heute ganz schön hart gekämpft hier. So, bei euch Formationsangriff aus. Ihr könnt hier reinkommen. Ihr kommt hinterher als Reserve und du rennst mal hier hin, bitte. Perfekt. Die italischen Sperrkämpfer sind gleich down. Super. So, du darfst erstmal wohl Speere werfen. Na, wirst du mal? So, jetzt müsstest du aber gleich. Oder? Ja, perfekt. Die Pile hauen immer ordentlich rein, deswegen lasse ich die mal vorher erstmal schmeißen. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh ja, guck dich das mal an hier. Und weg sind sie. Aha, gewonnen. Können wir das Gefecht beenden. Tja, und so haben die Etrusker mal eben schon ordentlich was verloren, würde ich sagen. Ordentlich. Naja. Nicht wirklich. Die Armee war ja nicht da. Ich würde zu gern wissen, wo die ist. Aber wirklich, zu gern. Ne? Würde mich wirklich interessieren. So, zack, peng. Rein damit ins Schwert. Und fertig sind sie. Einfach nur besetzen. Da sind sie. Ah. Auf See. Gut. Sollen sie da bleiben? Mach ich mir keine Sorgen drum. So, dann können wir jetzt hier eine Villa bauen. Das ist ganz praktisch. Okay. Was baue ich hier? Ich baue hier eine Manipel-Kaserne. Will ich jetzt gar nicht rekrutieren, super. Das ist super, weil die würde ich gerne behalten. Die sind besser als Levis. Die haben mich nur einen Geschossschaden. So. Jetzt bauen wir erstmal eine Werkstatt. Die können wir auch gut gebrauchen. Okay, und hier bauen wir noch nichts, wie es aussieht. Yeah. Gut.
Noch sind Ligurien und Veneta ziemlich schwach. Das kann man sich zum Vorteil machen, wenn wir mal schauen. Verbündete haben sie keinen, super. Die auch nicht, perfekt. Werden wir die gleich angreifen. Zu euren Diensten. So. Okay, dann beenden wir mal die Runde, Leute. Oh, ich kann alles lassen, stimmt. Ganz vergessen. Anpassung an italienische Kultur. An lateinische Kultur, nein, nein, nein. Machen wir einfach mal Panem et Circenses. So. Perfekt. So, Runde beenden, Leute. Runde beenden. Okay, die ADA rückt vor. Ich glaube, wir werden relativ schnell die Italer platt machen, somit ziemlich stark. Es wäre für uns alle gut, wenn wir von heutigen Tag an Handeln betreiben. Nun? Perfekt, müssen wir Geld mal schlichen. Die Lyra können wir auch noch platt machen bei Zeiten. So. Mein Können steht euch zur Verfügung. Damit wir folgen, ich will die Stadt sehen. Okay, ist besetzt. Was sehen wir da drüben? Ich glaube, ich überrenne erst die Veneta. Und wenn die Veneta platt sind, greife ich die Ligurer an. Und danach die Insurpation. Weil die sind ja noch im Krieg mit Massilia und mit den Insurpern. Somit haben die ein bisschen Zeit. Oder wir können ihren Insurpern angreifen. Hätten dann die Möglichkeit, uns die zu schnappen. Wäre auch recht geil eigentlich. So, machen wir hier einen geweihten Boden bitte. Und hier bauen wir jetzt mal Amphitheater. Wie sieht es da unten aus? Minus 5. What the fuck? Wo kommt das her? Durch den Winter zum einen. Und kulturelle Unterschiede. Also wir müssen dann noch relativ bald hier drüben alles einnehmen. Naja, ist egal. Wir können uns erstmal noch den ganzen nördlich-italischen Teil noch sichern hier. Dann haben wir da auch schon mal ein bisschen Sicherheit. So, in Supra, wie sieht es da aus? Krieg mit Ligurien. Perfekt. Okay, dann beenden wir mal die Runde. Wurde ja auch ganz lustig. Okay, darüber könnte man sich jetzt Sorgen machen, dass die Etrusker wiederkommen und dann die Stadt angreifen, wenn sie unbefestigt ist. Ich glaube, ich werde da gleich erstmal einen General rekrutieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, Handelsabkommen. Es wäre für uns alle gut. Ja, für den Moment kann man kurz ein Handelsabkommen machen. Wie gut ist die Garnison in Ariminum? Sehr schwach. Hätte keine Chance. Kommandant, so. Was nennt ihr eine Garnison? Mir reichen hier schon Leves und Proharii. Bin ich ja eigentlich schon ziemlich zufrieden mit. Zu euren Diensten. So, zack, Krieg erklären. Pating. Vertrauenswürdigkeit ist mir jetzt erstmal noch egal. Das holen wir alles dann wieder rein, nehmen wir einfach die ganze Städte platt machen. So, du hast jetzt eine Aufgabe hier bitte. Ist ja geil, wenn die jetzt die in Supra platt machen, kann ich mir nichts, dir nichts losmarschieren, mit Lade einnehmen und danach direkt die Genua. Ist ja geil. Perfekt, so. Oh, schön. Bordellarbeitskraft bist du. Okay. Wie sieht das Ganze denn jetzt aus? Was? Immer noch so niedrig? Das kann ich eigentlich nicht glauben. Was hat er hier? Auserwählte Schwerter? Ich müsste mit allen Truppen eigentlich haushoch überlegen sein. Naja. Gehen wir mal einen Angriff über. Die Stadt nehmen wir jetzt direkt ein. Scheiße. Ist er mitten auf dem Hügel? Fuck. Aber gut, dass er sich rausbewegt. Ich glaube, er greift es mich auch an. Regen ist schlecht. Nebel ist schlecht.
Trocken ist gut. Wie sagt mich die Stadt im Rücken? Wenn ich fragen darf. Na gut, rüber hier mit euch. So. Levis, einmal hier rüber bitte. Velites, hier rüber bitte. So, dann warten wir jetzt, bis unser Trupp da ist. Wir müssen vorsichtig sein, aber nicht feiern. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ist das beste Mittel bei zahlenmäßiger Unterlegenheit. Also macht euch bereit. So, jetzt kommen sie alle. Kommt noch mehr durch? Ja, super. Guck mal, jetzt sieht auf einmal hier unten wieder alles viel besser aus. Kräfteverhältnis. Boah, ich habe ja fast mehr Lebens als das Tati, ey. Ach du dicke Scheiße, ey. Ist schon geil irgendwo, oder? So, spul mal vor. Sind schon ziemlich viele Truppen. So. Nur marschieren, ich möchte die nicht erschöpfen hier. Ja, schon ziemlich geil. Und trotzdem die Lebens schneller. Genau, überholt sie mal einfach. Los, tut's. Tut's für mich. Ja. Ach ja. So. Dich will ich mal zum Scout benutzen. Stell ich mir hier hinten drauf. Bisschen riskant, den General dafür zu opfern. Quasi. Aber Ungarn muss ich ja nehmen. Und dahin stehen sie. Und da kommt Kaff. Er dreht sich gut. Stehe. So, und wollen wir erstmal hier unsere Truppen bewegen? Oh, tut mir leid, Leute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist heute ganz besonders schlimm bei mir. So, einmal hier rüber, bitte. Keltische Plänkler. Geht ein Angriff über? Ist jetzt die Frage, dreht er nur. Er dreht nur. Ich könnte mit meinen ganzen Plänklern versuchen, ihn dazu zu zwingen, vorzurücken. Wäre eine Möglichkeit. Aber ich muss auf die Kaff aufpassen, die er hat, auf seiner linken Flanke. Naja, wird knackig. So, allen auf der Formation bitte. Und folgen. So, jetzt werden wir gleich beschossen wahrscheinlich. Das sieht schon geil aus. Guck ich das mal an hier. Wie viel sich da bewegt. So, einmal bitte folgen wieder. Noch nicht nah genug dran, ne? So, schauen wir mal. Und jetzt kommt er. Und zurück. Ist der bescheuert? Jetzt kommt er auf der Flanke. Oh, die Kaff ist dran. Ja. Geil. Und noch ein Stück folgen, bitte. Einmal hier mit euch. Jetzt können wir wieder normal Speed gehen. So, schmeißt jetzt alle hier schön? Nö, keiner schmeißt hier. So, euch auch mal ein bisschen folgen lassen hier. Euch schickt mal auch vor. Sie eben Angriffsbefehl geben. Jetzt schießen sie auch hier drauf. Jetzt kommt da der Angriff der Plänkler, oder?
So. Einmal hier rüber, bitte. So, zurückziehen. Okay, will ich das folgen, bitte? Oh, da kommen sie. Angriff. Alle Mann zurück hier. Perfekt, ein Angriff. Zurück bitte schnell. Du kassierst noch ordentlich, dreh ich mal ein bisschen. Einmal rüber mit euch. Weiter, weiter, weiter. Wir brauchen dich noch. Super, die werden platt gemacht hier. Was haben wir da? Auserwählte Schwerter. Die Altgeschworenen sind die eigentliche Gefahr. Aber wir müssen auch die platt machen. Einmal hier rauf bitte. So, folgt mir bitte. Oh shit. So, Angriff. Super, perfekt. Einmal hier rüber bitte mit dir. Auch dich müssen wir jetzt folgen lassen. Und euch schickt mal hier drüben. Perfekt, folgen. Was haben wir da hinten? Da hinten haben wir freie Herberner. Gut, den opfern wir jetzt zwar ziemlich, aber ist okay. So, ihr könnt jetzt vorbeilaufen hier. Super. Der wird jetzt hier folgen. Das hat gesessen. Was kommt da? Keltische Stammeskrieger. So, raus hier mit dir. So, weitermachen. Okay, die drei brauchen wir jetzt. Auch mit dir hier. Euch brauchen wir jetzt hier auch noch oben. Perfekt, der ist weg. Super, hoch mit euch hier. Nein, wir brauchen nicht hier drüben. Ich muss jetzt hier zwar hochgehen und kämpfen. Motionsangriff ausmachen, bitte. Einmal hier rüber mit euch. Perfekt, und ihr könnt jetzt folgen. Auf hier. Kampf ist nochmal rausgekommen. Wer wankt? Ah, ihr wankt, das ist okay. Ich brauche ihn nicht weiter. Einmal rein hier mit euch. So, und ihr kommt jetzt hier hoch. Okay, offene Formation und hier rauf. Auf den Trupp. Das sind keltische Plänkler, die sind erstmal aufgehalten. So, einmal nach hier drüben bitte. Das schicken wir auch nach hier. Unser General ist gefallen. Was? Nein! Ey, das kann doch nicht sein. Auf hier. Den haust du weg jetzt. So. So, und ihr kommt jetzt bitte hier hin. Schießt mal hier rauf. Ist doch nicht. Kann doch nicht sein, dass man einziger General folgt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hallo? Ziehst du mal hier nicht durch? Jetzt hau ich meine Venitas ab, ey. Ich hab doch noch einen General, was wollt ihr? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, da sieht man es schon, das fliehen sie. Schändlicher. So, mach die platt. Angriff. Folgen hier. Zack. Super. Den Gen schnell wegschießen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Rauf hier mit euch. Ihr könnt euch hier hinstellen. Der Rest wird beschäftigt erstmal. So. Wer ist erschöpft? Du bist erschöpft hier. Bitte, dass mein General gestorben ist, aber na gut. Ja, los, angreifen hier. Schnapp sie dir, die Steinschleuderer. Ja,
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Erstmal richtig hinstellen, bitte, Leute. Unser General ist gefangen. Es ist doch nicht zu fassen! Der Trupp ist doch fast voll! Es ist doch einfach nicht zu fassen, ey. Der Trupp ist fast voll und nein, er stirbt trotzdem. Egal, der Kampf ist safe. Guckt euch das mal an hier, zerschlagen die sind. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt kommt. Jetzt wird der Jen hier auch nicht zerschossen, super. Es ist doch einfach nicht zu fassen. Dass beide Gens gestorben sind. Das glaube ich einfach nicht. So, jetzt greift die an hier. Peng die Falken mir nichts, ist schön hier. Es ist doch nicht zu fassen, beide Generäle sind gestorben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Einfach nicht zu fassen, aber na gut, wir haben den Kampf gewonnen. So. Jetzt könnt ihr zugehen, ihr lasst es sein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, spulen wir wieder vor. Ich schau euch jetzt mal den Trupp hier drüben. Oder kommt da noch einer? Der feindliche General ist tot. Ja, er ist tot. Endlich. Trotzdem sind die immer noch standhaft hier. Zuversichtlich sogar. Kurz zu fassen. Los, greift sie an. Perfekt, die sind geflohen. Oh, ey, beide Generäle verloren. Das Geilste war vor allem, dass der mit dem Triarii-Trupp gestorben ist, obwohl der Trupp noch fast voll war. Ah! So ein Scheiß aber auch. Naja, Patavium gehört uns. Immerhin. Immerhin ist das geschafft. Ein edler Tod. Gleich zwei verloren, ey. Bereit zum Kampf. So. Kommandant. Komm, nehmen wir noch einen Julia mit rein gleich. Können wir beide befördern? Oh, mindestens 20 Jahre alt müssen die beiden sein. Sind sie aber auch nicht. Einfach nicht zu fassen. Naja, immerhin. Das haben wir jetzt geschafft hier. Oh, ist das bitter. Ist das bitter, ey. So, bitte einmal alle zusammenhauen hier. Dankeschön, jetzt haben wir noch 4 Truppen. Euch beide zusammenhauen. Euch drei zusammenhauen. Geht doch. Mit hier kann ich hier nichts. Naja, merken wir uns für die nächste Runde, dann können wir wieder rekrutieren und angreifen. Ein bisschen blöd gelaufen, aber gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt auch mal in die Kommentare rein, würde mich mal brennend interessieren, was ihr davon haltet. Und wenn ihr Bock habt, auch mit mir mal ein bisschen zu zocken, vielleicht eine Kampagne oder Online-Battles oder sowas, dann tretet einfach dem Clan bei von mir und Grimsel. Gentle Republic heißt der Clan. Bewerbungsformular findet ihr unten drin und da könnt ihr dann dem Rollteam beitreten. Das ist das Team, was sich auf Total War spezialisiert hat. Wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Morgen wie immer zur selben Zeit. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.